Das, was ich glaube, glaube ich nicht, weil die Kirche mir sagt, dass ich das glauben soll. Das, was ich glaube, glaube ich, weil ich selbst herausgefunden, dass es eigentlich wahr ist. Ich glaube, dass Gott uns liebt, dass er uns erschaffen hat. Ich glaube, dass sein Sohn Jesus Christus zur Erde gekommen ist, damit er uns retten konnte. Jesus Christus ist für uns gestorben. Er liebt uns so sehr. Ich glaube, dass wir noch Propheten heutzutage haben. Ich glaube, dass wenn wir das tun, was Gott uns sagt, dass wir ewiges Leben empfangen können. Ich glaube, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass Joseph Smith das Buch Mormon übersetzt hat. Das Buch Mormon ist etwas Besonderes für mich. Ich diente einer Mission in Deutschland. Daher habe ich Deutsch gelernt. Das erste Mal, dass ich das Buch Mormon gelesen habe, passiert nicht, bis ich auf Mission war. Ich ging im MTC und ich bemerkte, dass ich das Buch Mormon gar nicht gelesen habe. Ich meine, das Buch Mormon habe ich mit meiner Familie gelesen, aber selbst habe ich es nicht selber gelesen. Und so am ersten Tag im MTC habe ich angefangen, das Buch Mormon zu lesen. Und es dauerte ein paar Monate, aber am Ende habe ich hinterkniet und ein Gebet gesprochen. Und ich habe Gott gefragt, ob das Buch Mormon wirklich wahr war. Und das Gefühl, das ich verspürt habe, war unglaublich. Und daher wusste ich, dass was ich tat, wirklich wichtig war, dass ich nach Deutschland gegangen bin, damit ich die Wahrheit belehren konnte. Das ist was etwas Besonderes. Ich bin unglaublich dankbar für Gott, für Jesus Christus. Ich fühle die Liebe des Herrn jeden Tag. Und wenn wir daran glauben, dass Gott uns helfen kann, dann kann er uns helfen. Und ebenfalls, wenn wir nicht glauben, dass er uns helfen wird, dann hilft er uns. Ebenfalls, wenn wir glauben, dass wir gar nicht würdig sind, seine Segnungen zu bekommen, segnet er uns doch. Er liebt uns ohne Ende. Er liebt uns unglaublich viel und daher, dafür bin ich dankbar. Das ist mein Zeugnis. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube Jesus Christus. Ich glaube, was er sagt. Ich tue, was er sagt, ohne Frage. Ich habe Jesus Christus und Gott, unserem Herrn, sehr lieb. Und die beiden lieben sich auch. Sie lieben sie. Das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.